Zum Fußball bin ich durch meinen Vater gekommen, der früher Profi war in Ex-Jugoslawien. Von klein auf wurde mir schon sozusagen der Ball in die Wiege gelegt und so ist es halt zum Fußball gekommen. Und natürlich war es auch mein Traum, dann irgendwann Profifußballer zu werden. Leider ist es nicht ganz so geglückt, wie ich das wollte. Aber ich denke mal, ich habe genug Erfahrung gesammelt. Also mein erstes Ziel ist natürlich, Fuß zu fassen im Trainergeschäft, gewisse Erfolge vorzulegen. Und natürlich möchte ich dann auch irgendwann, wenn ich den gewissen Erfolg habe, auch höher kommen und meine Ziele höher setzen und mich von Jahr zu Jahr auch steigern. Und natürlich auch meiner Mannschaft, die ich führe, auch gewisse Erfahrungen, die ich gesammelt habe, denen weitergeben. Ich bin eher der Typ, der sehr gerne offensiv spielen lässt. Im 4-3-3-System. Extremes Pressing gegen den Ball. Nach Ballverlust. Ich finde das auch ganz wichtig, dass eine Mannschaft gewisse Automatismen beherrscht. Sprich, dass man weiß, was seine Mitspieler machen, was seine Mitspieler denken, wohin der Ball kommen könnte, wohin man den Ball spielen könnte. Dass man nicht nur reagiert, sondern auch schon vorher agiert. Ich bin nicht der Fan von Kick and Rush, dass man, wie man hier im Hamburger Fußball häufig zu sehen bekommt oder mitbekommt von den Trainern, dass man einfach auf den Platz geschickt wird. Kein Spieler weiß, was seine eigentliche Aufgabe ist. Und schließlich 90 Minuten wild durch die Gegend rennen und Tore nur Zufallsprodukte werden. Das ist nicht meine Art, Fußball zu spielen. In meiner Karriere hatte ich nicht so viele gute Trainer wie Giuseppe Giannini, der mich sehr geprägt hat in Italien, unter denen ich gespielt habe. Was ich aus Italien mitnehmen konnte, ist, dass man extrem daran gearbeitet hat, an taktischen Dingen wie Automatismen. Da habe ich eigentlich sehr viel gelernt, im Gegensatz zu den anderen Trainern in meiner Karriere, wo wir eigentlich nicht solche Sachen extrem gehabt haben wie in Italien. Ich persönlich finde es ganz wichtig, dass man auch mal nach einem Fehler motivieren kann und den Spielern auch zeigen kann, okay, du hast jetzt hier einen Fehler gemacht, aber du kannst es besser machen. Und immer positiv eigentlich sein. Ich mag mehr Spieler, die sich 10-mal anbieten, sich 10-mal zeigen und auch vielleicht davon 8-mal den Ball verlieren. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der ihn jetzt fertig macht. Und ich mag halt nicht die Spieler, die sich dann verstecken, sondern die mir zeigen, okay, ich bin da, du kannst dich auf mich verlassen. Ich kenne die ganze Familiengeschichte und wo er einfach angefangen hat, Fußball zu spielen. Und der ganze Weg, was er gemacht hat und auch mit Auslandmannschaften und Nationalmannschaft ein bisschen. Und da sieht man schon, dass einer hat nicht Bedürfnis, sondern einfach diese Geschmack, um Trainer zu sein oder nicht. Und wenn wir so Spiele gucken zusammen jetzt, wo ich auch mittlerweile nicht mehr spiele, kann man schon sehen, dass er das hat. Und jetzt einfach am Ende liegt er bei ihm, ob er es schafft oder nicht. Aber was ich gut finde, ist, dass er sich entschieden hat für diesen Weg als Trainer. Vieles ist vorstellbar, besonders wenn man jemanden kennt und das Basis für eine Zusammenarbeit, besonders ist so in Fußball als Trainer gespannt und ich muss erstmal meinen Weg machen und dann kommt er auch, aber wie gesagt, dieser Wunsch oder Wille, dass er das auch machen will, finde ich gut und dann werde ich ihm natürlich auch dabei unterstützen.